Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2017 in der Karriere. Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt gerade ein paar Ressourcenpunkte bekommen, nachdem wir das Rennen abgeschlossen haben. Und ja, ich weiß, dass hier schon was im Nachhinein passieren wird, deswegen lasse ich das hier etwas länger stehen, um halt so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also das Rennen war definitiv eine super, super geile Sache. Also wir waren richtig gut unterwegs, haben Romain Grosjean locker geschlagen. Sind als Zweiter durchs Ziel gekommen. Das heißt, wir haben richtig gut Punkte machen können für uns und fürs Team. Und ja, auch in der Teamanerkennung sind wir überall ein bisschen angestiegen. Was natürlich für uns sehr, sehr gut ist. So, Einführung zum Karrierepunkten. Karrierepunkte erhöhen sich durch gute Ereignisse auf der Strecke und Übereinstimmung mit dem KI-Schwierigkeitsgrad und den Hilfseinstellungen. Du kannst deine Punkte mit deinen Freunden vergleichen und herausfinden, wer der Platzhirsch ist. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man, glaube ich, benötigt. Aber hier sieht man auch, was wir an Punkte gekriegt haben. Trainingssession, Qualifying, Rennserie. Richtig krass. 8117 Punkte. Das ist nicht schlecht. Ist er das? Das ist er. Und das ist Jonathan. Du wirst ein paar seiner Autos fahren. Naja, nicht wirklich. Meine Autos. Aber nicht so wichtig. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber selbst mit ihnen Rennen fahren. Ich bin recht geschickt am Steuer. Aber der Anpressdruck, die seitlichen Gehkräfte, das schafft mein altes Kreuz nicht mehr. Also brauche ich einen Profi. Und da kommst du ins Spiel. Wir fahren im Laufe des Jahres unterschiedliche Schauläufe. Zeitfahren, Rennen, alles Mögliche. Und man hat mir versichert, dass du das nötige Talent und die Einstellung für besitzt. Mach ein wenig Werbung für uns und das Wichtigste, bring die Autos in einem Stück zurück. Betrachte das als offizielle Einladung. Wir sehen uns später. Sehr geil. Ja, das ist ein sogenanntes Einladungsevent. Diese wird es dann öfters geben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt noch eine Einblendung kriegen, wenn die weg sind. Ah, da haben wir es schon. Ja, wähle deine Präferenz. Wir können jetzt hier zwischen zwei Präferenzen auswählen. Überholende Herausforderung oder eine Verfolgungsherausforderung. Dafür werden dann uns historische Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Und ja, mit den Fahrzeugen sollen wir dann versuchen, das zu absolvieren. Wir hätten jetzt zum Beispiel bei der Überholherausforderung hätten wir einen Williams, den wir fahren dürfen. Und bei der Verfolgungsherausforderung quasi fahren wir einen Renault R26. Ich würde aber sagen, wir nehmen den alten Williams, denn der ist richtig nice. Also der sieht schon richtig cool aus. Und mit dem möchte ich gerne mal diese erste Herausforderung fahren mit euch. Und ja, bin mal gespannt, mal gucken, wie wir es hinbekommen werden, ob wir es direkt beim ersten Versuch hinkriegen werden. Wenn wir es nämlich nicht schaffen, dann werde ich es einfach neu starten, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, bin ich mal gespannt, was Willkommen das hier wird. Zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. Okay, ja, das war ja eine tolle Einleitung. Okay, überhole 12 Kontrahenten mit dem Williams von 1996 in Silverstone. Zeitlimit haben wir da 3 Minuten 50. Ist ein straffes Programm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die komplette Strecke fahren oder eine kurze Variante. Das werden wir aber gleich sehen. Ja. Okay, wir starten beim fliegenden Start. Und wir müssen jetzt natürlich die ganzen Fahrzeuge da überholen. Das sind natürlich eine ganze Menge, wenn wir 12 Autos überholen wollen. Und gewohnt bin ich an das Auto jetzt überhaupt nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das überhaupt schon mal gefahren bin. So einfach mal in einem Einzelrennen. Ich bin ja schon einige Classic Cars gefahren, aber bei dem Williams hier bin ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Also den McLaren, der da vor mir ist, den bin ich definitiv schon mal gefahren. Den fand ich allerdings nicht so geil. Aber ich muss sagen, der Williams, der fühlt sich eigentlich bisher ganz gut an. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass er weitaus weniger Traktion hat. Also das passt schon ganz gut. Da sind wir schon an den ersten Fahrzeugen vorbei.
Aber 12 Fahrzeuge müssen wir noch haben, die wir überholen müssen. Das heißt, wir müssen noch 9 Fahrzeuge überholen. Und das Feld ist auch nicht ganz nah beieinander. Da sind ein paar Lücken zwischen. Das heißt jetzt, dass wir hier ja, ein bisschen pushen müssen, damit wir auch die ganzen Fahrzeuge eingeholt bekommen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das alles McLaren-Fahrzeuge hier sind. Ich denke mal nicht eigentlich. Das wäre zumindest ungewöhnlich, wenn wir den einzigsten Williams fahren würden. Gegen die McLaren hier. Aber auch vom Sound her muss ich sagen, das Auto macht richtig viel Laune. Und ich finde, hier sieht man auch den Flügel viel besser als jetzt zum Beispiel auch bei den modernen Formelfahrzeugen. Denn man kann hier besser, finde ich, durch die Radaufhängung durchgucken. Also ist schon echt nice. So. Ja, okay, die Hälfte haben wir schon mal hinter uns. Wir sind von der Zeit eigentlich bisher gut unterwegs. Wir haben erst 1 Minute 50 gebraucht, um 6 Autos zu überholen. Aber auf der Karte sehen wir schon, da ist eine etwas größere Lücke, die ich erstmal zufahren muss wieder. Okay, damit hätten wir schon mal wieder einen Platz gewonnen. Da haben wir den nächsten McLaren. Und dann sehen wir erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, was da vorne für Fahrzeuge sind. Ob das auch alles McLaren sind, das fände ich schon ein bisschen eigenartig. Also wäre schon cool, wenn da zumindest mal der ein oder andere Williams vielleicht noch bei wäre. Oder, weiß ich nicht, ein ganz alter Ferrari oder sonst was. Das wäre schon cool. Was kann ich jetzt so... Das sind auch McLaren. Wieso sind denn das alles McLaren? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wahrscheinlich müssen wir halt ein weitaus besseres Fahrzeug haben, um das zu schaffen. Ja, momentan ist der Abstand noch ziemlich groß und ich muss halt immerhin noch 4 Fahrzeuge überholen. Also das könnte knapp werden. Ah, hier. Ah, oh, das war knapp. Ich habe schon gedacht, der macht mir jetzt die Tür zu. Okay. Zumindest sehen wir die 3 Fahrzeuge schon mal, die wir überholen müssen. Aber das wird scheiße knapp. Okay, dich holen wir jetzt hier. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Fahrzeuge. Ich hoffe, dass wir die noch eingeholt bekommen. Das wäre richtig cool beim ersten Versuch. So. Oh, die Zeit läuft gegen uns. Komm, den kriege ich jetzt definitiv hier. Ach, Mann. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht die nötige Zeit gekostet. Oh, oh, oh. Die Zeit tickt runter. Ich muss den jetzt ganz schnell überholen. Wir müssen jetzt hier mit der Brechstange rein. Ah, klappt das noch? Klappt das? Komm, komm, komm. Hat das funktioniert? Haben wir es geschafft? Ich weiß es noch nicht. Er sagt noch nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben alle 12 Kontrahenten, die wir überholen mussten, überholt in der letzten Sekunde. Alter Schwede, das war ja mal was. Krasse Scheiße, definitiv. Ja, das war jetzt quasi eigentlich schon das Rennevent. Ich werde jetzt hier die Wiederholung mal starten. Dann werde ich euch nämlich auch mal zeigen, wie ich zum Beispiel die Thumbnails hier fürs F1 2017 Let's Play mache. Und ja, man kann ja da auch verschiedenste Einstellungen einstellen von Licht, von den Farben her und so. Und bin mal gespannt, wie der Wagen denn in einem anderen Licht vielleicht aussehen wird. Ich möchte so ein bisschen das Auto neben einem McLaren am besten haben. Das sieht jetzt ziemlich geil aus. Vielleicht hier in der Kurve. Ja, hier mal anhalten. So. Ja, okay, da kommen wir nicht drüber. Dann müssen wir hier außen rum gehen. Dann drehen wir ein bisschen. Ja, das war zu viel. Oder sollen wir das von so vorne? Nee, ich fände das so, glaube ich, ein bisschen besser, wenn der Williams so ein bisschen im Vordergrund wäre. So ein bisschen niedriger gehen. Dann seht ihr nämlich auch direkt das Thumbnail, was ihr dann im Video sehen werdet. So, Blickfeld, ach komm, das können wir eigentlich so lassen. Was stemmen wir denn heute ein? Ich versuche immer mal so ein bisschen zu variieren halt in den Thumbnails.
Was machen wir? Ich überlege gerade wirklich, was wir da Schönes deichseln könnten. Rand wäre Blödsinn. Schärfemodus sieht man das Auto halt nicht so gut. Also das macht nicht so viel Sinn. Das kann man vielleicht mal machen. Auch hier diesen Ausschnitt finde ich jetzt nicht so ideal. Farbstufen. Punch. Ja. Weiß ich nicht. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich mache einfach mal einen Screenshot davon. Das sah eigentlich, fand ich, ganz gut aus. Von daher mache ich damit mal das Thumbnail. Dann habt ihr zumindest auch schon mal einen kleinen Einblick, wie das so bei mir abläuft mit den Thumbnails. Ich habe das früher, habe ich das ganz anders gemacht. Und seit dem, den Editor da, seit den in 2017 etwas anders gemacht haben als in 2016, mache ich damit meine Thumbnails. Und ich muss sagen, das ist damit echt sehr viel einfacher und sehr viel cooler. Man hat viel mehr Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Also ist schon geil gemacht worden. So, dann werden wir jetzt ins Fahrer. Genau, wir werden jetzt hier ein bisschen die Punkte sehen noch, was wir dafür bekommen. Ja, ist jetzt nicht so die Welt, aber gut. Punkte sind Punkte, die kann man am Ende gut gebrauchen. Ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, die wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Oh, das hört sich doch gut an. Reduzierte Abnutzungsgrad aller Antriebs- und Getriebekomponenten um 10%. Das ist sehr geil. Und ich denke mal, dass ich da auch weitermachen werde, denn ich habe so die Befürchtung, wenn wir das nicht machen, dass uns nachher irgendwann das Auto auseinanderfällt. Diesen Schickimicki-Typen, den sehe ich hier nirgendwo. Der wird wohl schon weg sein. Dann gucken wir mal hier, F und E. Triebwerke haben nämlich schon ein bisschen was abbekommen. Die Komponenten. Und das nach einem Rennen. Das ist natürlich nicht gerade berauschend. Gesamtabnutzung schon 19%. Ist die Frage, ob wir da so lange mit hinkommen. Getriebe ist auch schon bei 16%. Also da müssen wir definitiv was dran machen. Können wir auch mal kurz auf die Reifen schalten, die wir fürs nächste Rennen haben. Nun gut, Leute, ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein!